Herzlich willkommen bei Ghost TV, meine Freunde. Heute gibt es ein kleines Update, nochmal zum kleinen Waffenschein hinsichtlich des neuen Koalitionsvertrags. Ich habe es ja in meinem letzten Video schon mal kurz angerissen, was sich da ändern soll. Habe darauf auch ein paar Zuschriften und Meldungen bekommen und aus dem Grund machen wir jetzt nochmal ein kurzes Update, damit ihr auch alle auf dem laufenden Stand seid, was letztendlich heute schon Fakt ist und in Zukunft Fakt werden soll. Wenn euch das Video hinterher gefallen hat, lasst mir immer ein Like da und auch ein Abo. Wir sind kurz vor den 500 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn wir das noch in diesem Jahr voll kriegen, damit wir dann auch ab dem nächsten Jahr ein paar neue Features freigeschaltet kriegen hier für YouTube, damit wir euch noch ein bisschen was außer der Reihe bieten können. Ja, aber legen wir erstmal los. Worum geht es jetzt genau? Aktuell ist es ja so, wenn ihr eine Schreckschusswaffe haben wollt, könnt ihr die euch, wenn ihr 18 Jahre alt seid, beim Waffenhändler eures Vertrauens kaufen. Da werdet ihr dann zwar in Anführungsstrichen registriert, das heißt, der Händler nimmt eure Personalien auf und notiert die gleichzeitig mit der entsprechenden Seriennummer der Waffe. Das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben, aber ihr brauchtet dafür eben noch keinen kleinen Waffenschein. Ihr konntet die Waffe dann mit nach Hause nehmen und durftet die in euren eigenen vier Wänden, in eurem befriedeten Besitztum, dann bei euch tragen, in Anführungsstrichen führen. Allerdings nur in euren eigenen vier Wänden. Wenn ihr die Waffe dann mitnehmen wollt, nach draußen, zum Spazieren gehen, wie auch immer, dann braucht ihr den kleinen Waffenschein. In Zukunft soll es so sein, dass ihr schon für den Erwerb einer Schusswaffe den kleinen Waffenschein benötigt. Da wollen wir mal schauen, inwieweit die Koalition jetzt da tatsächlich Einfluss drauf hat, dass die Regierung das zukünftig ändert. Da werde ich euch aber auf dem Laufenden halten. Es gibt jetzt noch eine Geschichte, da bin ich jetzt vermehrt drauf angesprochen worden, wo denn steht, dass die Waffe nur verdeckt getragen werden darf. Das Waffengesetz selber sagt dazu nicht viel aus. Da wird nur über das Führen gesprochen, nicht über das verdeckte Führen. Allerdings wissen wir auch, dass das Waffengesetz in Deutschland recht schwammig ist und zum einen nicht alles, was laut Waffengesetz erlaubt ist, wir uns auch erlauben dürfen oder sollten, weil wir ansonsten Probleme mit anderen Paragraphen kriegen, wie zum Beispiel 118 Ordnungswidrigkeit, ja, Belästigung der Allgemeinheit. Aber hier ist das noch ein bisschen anders gelagert. Hier gibt es noch einen Hinweis vom Bundesverwaltungsamt und das blende ich euch mal kurz ein. Hier sehen wir es. Schreckschuss, Reitstoff und Signalwaffen dürfen in der Öffentlichkeit nur auf die Weise geführt werden, dass sie von anderen Personen nicht wahrgenommen werden können. In Klammern verdecktes Führen. Ja, da konnte man es also sehen oder kann man es sehen. Da wird darüber gesprochen, dass die Waffe so zu tragen ist, dass sie von anderen nicht wahrgenommen werden kann. In Klammern verdecktes Führen. Und da kann man also dran sehen, das Waffengesetz sagt nicht viel dazu aus. Allerdings verweist das Bundesverwaltungsamt darauf, wie die Waffe denn zu führen sei. Natürlich kann jetzt der eine oder andere wieder sagen, wenn es im Waffengesetz nicht steht, ist es für mich nicht rechtsverbindlich, dann gehe ich zum Anwalt und was auch immer alles im Notfall. Natürlich kann jeder machen, wie er möchte, nur generell sollten wir das Prinzip des Waffenrechts in Deutschland ja mittlerweile kennen. Wie vorhin schon gesagt, nicht alles, was laut Waffengesetz erlaubt ist, sollte ich auch tatsächlich machen oder beziehungsweise alles. Es ist nicht automatisch so, dass alles, was nicht im Waffengesetz steht, dann auch gleichzeitig erlaubt ist. Weil dafür haben wir im Bürokratendschungel hier in Deutschland zu viele Hintertürchen, die der Gesetzgeber sich da offen lässt. Und da sollte man einfach mal beachten. Aber natürlich ist es jedem selber überlassen, wenn er mal in diese Situation kommt und sich da nicht dran halten möchte, kann, will, wie auch immer, dass er dann den Rechtsweg bestreiten kann. Es soll ja auch letztendlich nur eine Information sein, wie ihr mit diesen Informationen umgeht, ist wie immer eure Sache. Ja, ich hoffe, dass die Info jetzt nochmal hilfreich war, dass da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht wurde. Und wir wollen mal schauen, was aus der Situation so noch rauskommt, ja, wie es weitergeht. Aber auch da werde ich euch auf dem Laufenden halten.
Den Link vom Bundesverwaltungsamt, den packe ich euch auch noch unten mit in die Videobeschreibung. Und ich hoffe, dass ihr mir ein Like da lasst und auch ein Abo. Und passt bitte auf euch auf, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.